Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf Alles Alex. Ich muss mich heute so schnell beeilen, dass ich das Auto nehmen muss, weil ich echt extrem spät dran war. Und natürlich, Alter, ich bin gleich wieder da. Okay, scheiße, mein Schlüssel ist leer, also die Batterie von meinem Schlüssel. Ja, und jetzt, wenn ich abschließe, schließt halt nur die Fahrertür ab, aber das bringt ja überhaupt nichts. Und so kann ich das Auto da unten nicht stehen lassen, ganz ehrlich, Alter. Nachher jemand probiert so, weil ich denke, so, ja, auf gut Glück. Das wäre nicht so geil. Ja, jetzt muss ich nochmal kurz zurück und Le Mitbewohner fragen, ob er mich kurz auf die S-Bahn fahren kann. Der wird zwar nicht so begeistert sein, weil er aus der Nachtschicht gerade kommt, aber okay. So, hat alles geklappt mit Bahn. Ich habe sie noch pünktlich bekommen, Gott sei Dank, obwohl wir ein bisschen spät los sind. Aber bin ich halt rüber gesprintet, deswegen habe ich auch erst wieder in der Bahn gefilmt. So, und heute muss ich mal ein bisschen anders laufen, weil die liebe Debbie anders hoch läuft an den Hauptbahnhof als ich und es einfach überhaupt nicht liegt. Und jetzt soll ich dahin kommen, wo sie ist. Obwohl ich einfach hier hätte rein können, Nordeingang, und sie auch da, wo sie ist. Und dann hätten wir uns genau in der Mitte vom Bahnhof getroffen. Aber nein. Okay. Oh, das sieht aber schön aus da drin, in dem Hotel. Gerade auch zu ihr gesagt, hier ist es immer Action, Alter. Wenn sie irgendwo reingeht. Aber jetzt sehen wir mal ein bisschen was anderes von Stuttgart. Da ist irgendwo die Königstraße. Und ja, wunderschön. Fällt gleich der Arm ab. So lange Aufnahmen mache ich sonst nur. Okay, doch, habe ich auch schon gemacht. Ich habe ja schon mal 3-4 Minuten gelabert. Aber heute fällt mir irgendwie der Arm ab. Keine Ahnung warum. Schrecken wir sie mal. Es geht? Ja, ich hab dich gefunden. Morgen! Debbie möchte euch was erzählen. Ja, mein Nagel ist abgebrochen hier. Man sieht es jetzt nicht, ich kann es auch nicht wegmachen. Aber es tut voll weh, weil das hängt noch so an der Haut dran. So hast du den so festgeklebt? Ja, was soll ich machen? Ich habe es erst mit Sekundenkleber gemacht und dann ist er mir wieder aufgeblitzt. Alles klar. Finger repariert mit Sekundenkleber. Läuft. Also Fingernagel. Muss man, will er genau sein, ne? Wahrscheinlich einfach abgerissen. Das geht nicht. Das hängt an meiner Haut. Ja, abschneiden mit der Nagelschere. Das geht nicht. Klar geht das. Nein. Einfach mit der Nagelschere zipp, zipp, zipp. Ich will ihn nicht verlieren. Und dann ist es nicht. Okay. Aber sie geht eh zum Nägel machen, also ja, kommt das so oder so weg. Nee. Von daher. Das sind meine Nägel und da kommt nur was drüber wieder. Look. Eigentlich wollte ich jetzt gerade Feierabend machen, aber ich habe gerade beim Vorbeilaufen gesehen, dass der Laden brechend voll ist. Und da dachte ich mir, komm, ich bin mal so sozial und bleib einfach noch ein bisschen und helfe den Kollegen noch. Also wenn die Sonne scheint und man diese Hemden anhat, ciao Leben. Du verreckst einfach nur, okay? Ich wahrscheinlich noch zusätzlich wegen T-Shirt drunter und so. Aber das habe ich mir seit der Ausbildung angewöhnt, weil sonst Schweißflecken sein Vater. So, das Nikotin wird auch organisiert. Für die Raucherpäuschen, die nicht mehr in den Videos vorkommen. Ja, und jetzt geht's klar ab. Heim. Cool, Zug wurde abgestellt. Uns hat keiner Bescheid gesagt, als wir angekommen sind. Okay. Sorry. Ja, hat gerade gesagt, hat mich wohl keiner geweckt. Er hat gesagt, ja, muss ja auch niemand, wenn sie schlafen. Ist ja immer für sich selber verantwortlich. So. Ja, das ist richtig, aber man kann ja trotzdem mal rangehen. Weil ich muss jetzt nämlich 20 Minuten hier warten, bis wir wieder in den Bahnhof einfahren. Ich darf natürlich nicht herumlaufen, falls noch ein weiterer Zug abgestellt wird. Das hätte man auch ein bisschen freundlicher sagen können, guter Mann. Wie ich letztens gesagt habe, das sind keine normalen Nickerchen gerade. Das ist richtiges Einschlafen bei mir. Ja, ich sitze jetzt hier cool auf dem Abstellgleis. Ja, ich krieg das immer noch auf. Also nicht, dass ich jetzt hier warten muss. Das ist gar nicht so schlimm. Das habe ich mir eh schon selber erklären können, warum ich das muss, weil ich hier nicht so laufen darf. Aber wie gesagt, ich hätte daher auch etwas freundlicher sagen können. Ich so, ja, sie müssen jetzt hier 20 Minuten warten, ne? Sind sie selber schuld, so. Tschüss. So, also so klang es zumindest, ne? Wenn man hier einfach sagen kann,
ja, es tut mir leid, ich würde sie jetzt gerne rauslassen, aber es geht halt nicht, weil sie könnte nicht auf den Gleisen langlaufen. Verboten. Dürfen nur Bahnmitarbeiter. Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Das weiß ich, ey. Es kotzt mich an, dass ich hier warten muss. Aber ich habe immerhin was für den Vlog. Ne? Ist mal ein bisschen was anderes. Aber seht ihr, daran merkt man, ich arbeite nicht bei der Bahn, sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich aussteigen dürfen. Ne? Und hätte machen können, tun sein. So, hallo, morgen, will aussteigen, schaffe ja bei euch, ist alles gut, hier ist mein Ausweis. Aber das klappt halt so dann nicht. Weil ich nicht hier arbeite. Ha. Man merkt, ich bin etwas genervt. Aber ich könnte mich mal umziehen so lange. Kann man das Hemd ausziehen. So, mit einem grünen Fetzen von heute Morgen. Die Bahn nebenan fährt schon los. Mir ist so langweilig. Und ihr habt ja vorher auch gesehen, ich habe nicht mehr wirklich viel Akku. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht wirklich Videos gucken. Ich habe vorher bei der Fahrt angefangen, Till seinen Vlogger-Grill-Vlog anzugucken. Fand ich mega witzig und cool. Wäre schon gern dabei gewesen so. Aber es ging halt nicht wegen der Arbeit. Aber ich glaube, das ging bis 18 Uhr, haben sie es, glaube ich, angesetzt gehabt. Und ich arbeite ja samstags bis 16 Uhr, heißt, ja, hätte ich nicht zeitlich gepackt, weil bis ich daheim wäre oder mich umgezogen hätte, wäre alles fertig. Wäre ich halb fünf los, wenn ich direkt von der Arbeit los wäre. Ja. Sie haben zwar, also Till hatte zwar in einem Vlog mal gemeint, das ist Open End, aber ich habe das Video noch nicht zu Ende geguckt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sie schlussendlich geblieben sind. Mache ich gleich, wenn ich daheim bin, das zu Ende gucken. Ja. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder ein Treffen und dann guckt man halt, dass man sich da mal vielleicht den Samstag frei hält und dann mal einen Ausflug macht. Und dann hat man auch wieder ein cooles Video und nicht nur Bahngeschichten, ne? Weil jetzt haben wir auch wieder Bahngeschichten. Aber okay, was natürlich auch sein könnte, warum er das so mehr oder weniger unfreundlich gesagt hat, war, weil er die Kamera gesehen hat. Die war nämlich an, aber ich habe nicht aufgenommen. Ich habe es erst kurz überlegt, aber dann dachte ich, nee, komm, lass mal. Ja, vielleicht hat er deswegen so pampig geantwortet. Also war ich nicht pampig, aber irgendwie ja dann doch. Und ja, sie müssen jetzt hier 20 Minuten. Ich könnte mich jetzt die ganze Zeit darüber aufregen. So bin ich übrigens, ja. Wenn ich mich über irgendwas aufrege, ich rede die ganze Zeit darüber. Einfach um meinen Frust rauszulassen, was mich so ankotzt. Also ich reg mich zum einen über meine eigene Dummheit auf. Und wobei, es hat ja eigentlich nichts mit Dummheit zu tun. Ich habe einfach nur gepennt, ja. Aber da saßen bestimmt Leute um mich rum, die mich hätten wecken können. So, Morgen, wir sind angekommen, wir müssen aussteigen. Ja, aber, naja. So wäre halt nur ich, ne? Oder was heißt nur ich? Aber es gibt bestimmt Leute, die mich geweckt hätten. Aber da saßen halt gerade nicht die Richtigen. Und ich bin nämlich so jemand, ich würde dann wahrscheinlich hingehen und diejenige Person wecken. Und sagen, hallo, wir sind am Endbahnhof, wir müssen jetzt hier aussteigen, sonst werden sie abgestellt. Wenn die Person dann weiter schläft, dann ist sie selber schuld, aber ja. Das war schon ein bisschen blöd von mir, weil ich bin eine Haltestelle vorher, bin ich kurz aufgewacht und habe gemerkt, oh, okay, wir sind hier. Ja, komm, ich mache nochmal kurz zu und dann wache ich schon auf. Ne? Ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich habe gerade echt ein bisschen einen Nervenzusammenbruch, so einen leichten, einen ganz klitzekleinen. Oh, ich glaube, wir fahren. Oder? Oder macht die Bahn nur... Also bewegt sie so ein bisschen. Ne, eigentlich bewegt sie sich gar nicht. Aber irgendwas vibriert. Vielleicht hat er gerade den ersten Gang eingelegt oder so. Keine Ahnung. Boah, wir fahren. Boah. Geil. Morgen. Ja. Ich kann raus. Ich werde den Vlog wahrscheinlich irre werden in der Bahn nennen oder so. Irre in der Bahn. Wir rollen ein ins Bähnchen, ins Bahnhöfchen. Morgen, ihr zwei. Bis Gott. Ja, ja. Jetzt komme ich hier gleich raus. Ja, der Irrsinn hat ein Ende. Oh, Irrsinn in der Bahn. Ich glaube, so nenne ich ihn. Aber ich frage die anderen zwei trotzdem noch. Ja, dann ist ja gut, ne? Gut, das war mein Irrsinn in der Bahn. Wir sehen uns. Was ich mich letztens übrigens auch gefragt habe, war, weil die machen immer eine Durchsage am Schluss, ja, steigen Sie bitte aus. Und wie realisieren die das, ob noch Leute in der Bahn sitzen? Ich hatte dann die Vermutung, durch die Kameras, die sie drin haben, aber wie man merkt, ist es nicht der Fall. Und dann habe ich mich jetzt gerade noch gefragt, was wäre gewesen, wenn ich nicht aufgewacht wäre, einfach weiter gepennt hätte. Wäre dann mit mir wieder nach Stuttgart gefahren irgendwann, wenn ich einfach nicht aufgewacht wäre? Da wäre ich in der Schwabstraße gehangen. Geil.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen am nächsten Tag dieses wunderbaren, schönen Vlogs. Ich werde gerade auf die Bahn gefahren. Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass ich wieder ans Abstellgleis komme. Aber ich glaube, das passiert mir heute nicht. Also zumindest morgens. Man weiß es nicht abends. Das sieht man dann wieder, ne, im nächsten Vlog. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, positive Bewertung. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Video sehen. Und jetzt haltet die Klappe. Fuah!